Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Golden Sun, die verlorene Epoche oder vergessene, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, der Dialog im letzten Part war etwas zu lang, deswegen musste ich hier den Part beenden, ne? Und ja, wir möchten uns auf Untersuchungen hin untersuchen. Die Arme sind noch dran. Ja, ein guter Start. Ja, sind die Beine auch noch dran? Ja. Auch noch zu funktionieren. Yep, du bist völlig in Ordnung. Völlig, aber nicht mit einem Umlaut geschrieben, sondern mit so einem, wie heißt es? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es im Französischen heißt, oder? Doch. Aber nicht, wie es im, Deutschen heißt. Was mache ich denn hier auf dem Boden? Oh, ich muss das Bewusstsein verloren haben, als wir vor der Welle erfasst worden sind. Das Schiff ist weg. Ey, wir haben Land gefunden. Die Welle muss uns hierher getragen haben. Was für ein Glück. Hast du auch die anderen untersucht? Geht's ihnen gut? Großartig, dann lass uns gehen. Jenna gehört zum Team. Naja, was hast du eigentlich mit Psyche drauf? Okay, Eilung, Rückzug, Verschieber. Aber was hast du für den Kampf? Beben, Erdbeben, okay. Er ist also der Isaac hier. Und sie, die Garrett in Cooler. Oh, Felix. Oh, was für ein Schlag. Was ist geschehen, als uns die Welle getroffen hat? Felix, sieh doch! Die Welle hat uns direkt an diesen Kontinent getragen. Wir haben das Festland erreicht. Lass uns gehen, Isaac. Ja, aber nicht, ja, nicht in dem Sinne, dass er spielbar ist. Cosma, geht's dir gut? Oh. Die Welle. Was ist aus der Flutwelle geworden? Ich dachte, es wäre um uns geschehen, aber es scheint, als wären wir alle wohlauf. Und wir haben das Festland erreicht. Die Flutwelle war letztendlich das Beste, was uns widerfahren konnte. Ich frage mich, wo wir wohl sind. Wir sollten uns ein wenig umsehen. Cosma gehört uns zum Team. Alter, es geht ja ziemlich schnell hier. Okay, sieht so ein bisschen wie Ivan. Es sieht auch so ein bisschen aus wie Ivan weiblich. Okay, Blödstrahl kann sie doch. Hoffentlich erlernt sie so schnell wie möglich Plasma. Wo ist Alex? Übrigens, wo ist Alex abgeblieben? Er scheint nicht mehr auf der Insel zu sein. Ach was. Denkt ihr, er ist auf eigene Faust losgezogen? Ja, ich denke schon. Hat es wohl keinen Sinn, hier noch weiter nach ihm zu suchen. Vielleicht ist er auf der Suche nach einem Schiff. Alex möchte ein Schiff finden. Hast du denn vergessen, was er gesagt hat? Ja. Ist ein bisschen her, der letzte Part. Ich möchte, dass die Alchemie wieder ihren alten Stellenwert in dieser Welt einnimmt. Ja, um genau zu sein, 2 Tage aus Gründen. Wenn er die Leuchtstürme der Elemente entzünden kann, wird er damit auch Erfolg haben. Aber warum dann das Schiff? Die verbleibenden 2 Türme können nicht über den Landweg erreicht werden. Jenseits der östlichen See muss kein Leuchtturm mehr entzündet werden. Also was sollen wir jetzt tun? Wir müssen die große Melle der irgendwas westliche See finden. Die westliche See. Was soll unser Felix sein? Unser Ziel sein, Felix. Digga, was soll unser Felix sein? Digga. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Gut gesprochen, Felix. Worauf warten wir da noch? Genau. Das Leben unserer Eltern hängt davon ab. Wie steht's mit dir, Cosma? Was meinst du? Steht uns nicht gerade ein gemütlicher Spaziergang bevor? Und es gibt keinen Grund, warum du dich den Gefahren dieser Reise stellen solltest. Habe ich recht, Felix? Dann lass mich dir den Grund dafür verraten, warum ich mit euch weiterziehen will, Felix. Was meinst du damit, Cosma? Welchen Grund? Es ist mein Schicksal. Dieses Abenteuer ist dein Schicksal? Hättest du uns das nicht schon früher sagen können? Aber wie sollten wir dir vertrauen, wenn wir nicht wissen, warum du bei uns bist? Es tut mir leid, aber ich bitte euch, nehmt mich mit. Ich muss. Alter, ich kann nicht reden. What the fuck? Ich verstehe nicht ganz, warum.
genau sollten wir dich brauchen. Ihr wisst, dass ich ein Adept bin, nicht wahr? Ich habe die Macht über den Wind, wie Felix bereits weiß. Du wusstest, dass ihr nach Winteradept ist? Ja. Saturus muss es auf der Spitze des Leuchtturms erwähnt haben, ich verstehe. Sie haben sofort erkannt, dass ich ein Winteradept bin. Sie haben mich wegen meiner Kräfte entführt. Sie brauchten mich, um ihre Ziele zu erreichen. Stimmt, sie brauchen jemanden, der über eine Ausrichtung verfügt, welche die ihre ergänzt. Sie sagten, sie bräuchten einen Winteradepten, um den Jupiterleuchtturm zu entfachen. Aber natürlich, ich vermute, dass euch... Alter, was ist los mit mir heute? Dass auch wir dort deine Kräfte benötigen werden. Wie ihr seht, braucht ihr mich wirklich. Nun gut, ich denke, ich verstehe jetzt einiges mehr. Aber du möchtest doch sicher wissen, was sie mit Schicksal meinte, oder? Ja. Ich wünschte, wir könnten so viel Cosma in die Gedanken anderer Leute einblicken. Das wären wir jetzt einfacher oder so. Ach, keine Ahnung, ich lese irgendwie die Textbox nicht ganz und überspringe die dann. Und dann muss ich das Ende irgendwie selbst erfinden. Ich bin mir sicher, dass sie uns alles sagen wird, wenn die Zeit dafür gekommen ist. So ist es doch, Cosma, oder? Ich denke, für den Moment sollten wir Cosma einfach unser Vertrauen schenken. Oh, ich bin völlig ausgehungert. Wollen wir nicht endlich weitergehen? Also sie hat Geistleser? Stimmt, habe ich gar nicht gesehen. Oh, das ist aber cool. So mit dieser kleinen Höhle, wo das dann rausgeht. Da gab es im ersten Teil sowas nicht, ne? Achso, okay. Warte, das war nicht die Overworld. Das war auch ein Ort, den man nur einmal betreten konnte, lol. Okay, ja. Okay. Ist die erste Stadt? Tyler. Musik war wieder übelst nice. Ich frage jetzt nur, was machen wir hier? Okay, entweder macht er Training oder er ist irgendwie umgekippt. Oh, die Welle hat mich von den Beinen gerissen und jetzt kann ich nicht mehr aufstehen. Ich wurde dazu geboren, ständig zu leiden. Okay. Pix untersucht die Holzkiste, kann aber nichts finden. Ja. Wie viel Geld haben wir eigentlich aktuell? 231 ist halt nichts. Und nebenbei steckt das Geld das und alles, was wir übertragen haben, bekommen wir erst später. Ich bin in eine Pfütze gefallen. Dabei sind meine Kleider schmutzig geworden. Mama wird mich zur Schnecke machen. Ich wollte nicht. Ich wollte nur gucken, was für Items ich habe. Okay. Warte, was hat Felix? Er hat ja ein bisschen mehr als die anderen. Als ob dir den Schamanstab bestimmt. Schamanstab hat irgendwie bisher überhaupt nichts gebracht. Aber irgendwie soll der ja storyrelevant sein. Ja, also ist das ein Dorf, das von dieser Welle überflutet wurde. Heilkraut. Ich würde mal sagen, wir gehen in diesen Palast rein. Der sieht nämlich relativ besonders aus. Ist ja klar, dass er besonders aussieht. Oder ist das nur so ein Priester? Reise es sie mal einer an. Habt ihr zu viel Zeit und wisst nicht, wohin ihr gehen sollt? Ja. Schlage ich vor, dass ihr zum Tempel von Kandorea reist, wo und Meister Poi besucht. Er ist ein weiser Mann, aber seid gewarnt. Er gewährt nicht jedem Zutritt zum Tempel. Okay.
Wie komme ich da jetzt ran? Sag mir nicht, ich muss warten, bis der Wasserpegel höher ist. Weil das scheint das Item zu sein, mit dem wir Regenschauer nutzen können. Ein Angriff, der uns nur gegen Ende was gebracht hat in dieser Wüste. Und weil ich fast Angst gehabt hätte, dass wir die Schatzinsel nicht mehr erreichen. Ja, warum gehe ich dann oben wieder raus? Komme ich hier irgendwo raus? Da hinten wahrscheinlich, oder? Lass mich durch! Das ist doch das Inn. Und ein Knife-Shop. Der ist der Djinn. Nimm mal, ich glaube erst ab dem dritten Teil hatten die alle verschiedene Designs, ne? Hey! Du scheinst schon ein wenig über uns zu wissen. Ja. Du weißt alles über uns, also musst du ein Adept sein. Selbst ich weiß das. Du siehst aus, als wärst du neu hier, na? Auf einer Reise in einem fremden Land? Ich muss meine Kameraden finden. Als der Vulkan ausbrach, sind wir voneinander getrennt worden. Weil ich habe nachgeschaut, es gibt 72 insgesamt mit denen aus Golden Sun 1, die übertragen wurden nebenbei. Würdest du mir behilflich sein, meine Freunde auf deinen Reisen zu finden? Wenn ich euch begleiten darf, verspreche ich, euch Adepten von großem Nutzen zu sein. Eure Psynergien wurden stärker und auch eure Fähigkeiten als Adepten werden sich verbessern. Du kannst uns im Kampf zu Hilfe rufen oder unsere Kräfte nutzen, um deine eigenen zu verstärken. Beschwörst du, mehrere von uns zur gleichen Zeit werden sich unsere Kräfte vereinen. Was sagst du, nimmst du mich mit? Ich bin ja so glücklich, du wirst das nicht bereuen, das verspreche ich. Echo gehört zum Team. Wollte ich dir noch eine schnelle Einführung geben, wie man uns Shins einsetzt? Nein. So, das war's. Jetzt sind wir Freunde für immer. Ach ja, wenn du noch mehr über Shins erfahren möchtest, sieh dir das Self-Menü an, okay? Angriff mit Doppelhieb, okay. Gut, ich begleite dich jetzt. Nochmals vielen Dank. Bitte setze uns Jin mit Bedacht ein. Und ja, wir werden hier auch alles sammeln, auch wenn es mehr zum Sammeln gibt. Selbst mit den übertragenen sind es mehr als ein Golden Sun 1. Und man muss sich mal vorstellen, im Golden Sun 3 muss man 72 suchen, kann nichts übertragen. Und einige wurden sogar ersetzt aus Golden Sun 1 und 2. Okay. Schrein des Meeresgottes, müssen wir hier hin? Also gut, ich werfe jetzt das Seil. Wird bloß nicht wieder daneben. Oh nein, du hast es schon wieder vermasselt. Tut mir leid, Tavi. Ich schaffe es einfach nicht. Ich dachte, ich hätte Glück gehabt, dass mich die Welle hier herausgetragen hat. Spinnst du? Sie hat dir für gute 10 Minuten die Lichter ausgeblasen. Ja, ist ja schon gut. Find besser heraus, wie ich von hier runterkomme. Gut, spring bloß nicht von dort runter und versuch auch nicht, sonst nichts Dummes. Also ich weiß nicht genau, wo es weitergeht, aber... Keine Ahnung, 4x5 vielleicht. Da brauchen wir irgendeine neue Psynergy dafür. Wegen der hat das Ding ja gar nicht geworfen. Es gab gar keine Wurfanimation. Ah, du hast mich erschreckt. Ich dachte, du wärst einer der Erwachsenen aus Styla. Und also, wer bist du? Ich bin gerade damit beschäftigt, meinem Kumpel Tafi zu helfen. Also das stört mich ja nicht, okay? Was, wenn ich euch helfen will? Ja, wahrscheinlich etwas, das wir später machen können, denke ich.
Super, das ist ein Rückweg. Die Baumstämme kann ich anders auch nicht bewegen. Okay. Da hinten ist das Meer tiefer. Okay. Wir müssen jetzt etwas nachschauen, so. Man muss es wissen, wo es weitergeht. Zu jedem Leuchtturm zum Beispiel schon mal nicht. Wir haben halt jetzt schon Erdbeben. Am Anfang ist das natürlich krass. Ja, okay, der Windadept ist natürlich schon mal wieder schneller. Und Alter, sind das Lappen. Wir standen halt auch auf Level 5. Warum ausgerechnet Level 5? Also, müssen wir jetzt nach unten vielleicht? Braucht halt auch nicht viele Dingspunkte hier, ne? Das Ganze. Ich finde es immer gut, dass man Tutorials skippen kann. Was, by the way, eine Sache ist, die man in Pokémon auch machen sollte. Und das sollte auch nicht groß beworben werden, so. Ne? So. Schwert und Schild, glaube ich, war es. Wo damit. Oder was? Schwert und Schild? Ja, doch, ich glaube, da wurde übelst damit geflext, dass man jetzt Tutorials überspringen kann. By the way, nicht alle. Weil es halt schon lächerlich. Waren halt noch nicht mal alle. Und das sollte eigentlich eine Sache sein, die Standard sein sollte mittlerweile in der Reihe. Alter, 187. Geil. Weil ich denke, der Part wird etwas kürzer, ist um die 20 Minuten ungefähr. Es ist immer interessant, dass wir hier mit 3 starten. Im letzten haben wir ja mit 2 gestartet. Ich meine, der dritte kam kurz darauf eigentlich, ne? Aber an sich starten wir mit 2. Ich habe das Gefühl, dass wir zu diesem Tempel müssen. Ja, wir haben die da gerade eben, glaube ich, auf der Karte gesehen. Ja, der war hier. Oder auch nicht. Der war etwas weiter. Mann, die Gegner nerven mal wieder. Ich liebe es, wenn die meinen Schlägen ausweichen. Sieht aus wie ein Pokémon irgendwie. Und es gibt kaum EP. Ich liebe es. Ja, hier ist dieser Tempel und hier geht's wahrscheinlich weiter. Seid ihr gekommen, um Meister Poi zu sehen? Der Meister empfängt niemanden. Geht der Ärzte und kehrt nie wieder zurück. Nachdem die Zeit der Meditation angebrochen ist, darf niemand in das Tempelgelände getreten. Die Weisheit Meister Pois in sich auszunehmen erfordert absolute Konzentration. By the way, erstmal das machen, bevor ich es vergesse. Ich habe so gehofft, Meister Poi sprechen zu hören, aber ich muss ja Wache schieben. Langweilig. Ich verstehe Meister Poi nicht. Wenn ich er wäre, würde ich mehr Besucher zulassen. Stattdessen muss ich eben jene Leute wieder fortschicken, die aus seinen leeren Waren Nutzen ziehen könnten. Ja, ich kann die schon verstehen. Das muss ja sein. Oder somit ist einige von seinen Lehrlingen. Ah, okay. Oh, dieser Mann sieht sehr verdächtig aus. Findest du nicht auch, Felix? Ich weiß auch, was man machen muss. Und zwar, pass auf. Ich sage euch jetzt was richtig Krasses, Leute. Pass auf. Ja. Am Ende von Golden Sun 1 musste man das immer öfter nutzen. Ja, krass, Alter. Hätte ich nicht gedacht, dass du das so schnell rauskriegst. Ja. Es wurde auch alles überflutet, oder? Nein, so weit ist die Welle wahrscheinlich nicht gegangen.
Alter, klettern! Du da! Habt ihr das gesehen, Meister? Nein, nein, nein! Dir fehlt es doch an Disziplin! Jetzt du! Okay, zum Schweben. Jetzt rockelt übelst damit, aber ich denke, das war ganz gut. Oder ganz okay. Schon besser. Etwas. Setze deine Meditation fort. Du bist dran. Weder fährt er jetzt übelst oder er ist. Okay, ganz okay. Meister, ich hab's geschafft. Nicht übel, du hast die Chance, Erfolg zu haben. Ich kann es schaffen, Meister. Bitte, lass es mich nochmal versuchen. Deine Fähigkeiten fehlt es an Feinschliff. Es könnte gefährlich werden. Möchtest du dennoch eintreten? Ja, ich will. Ich will. Wenn du versagst, verlierst du vielleicht mehr als nur deinen Stolz. Ich fürchte den Tod nicht, Meister. Oh, ist das so? Nun gut, dann ist es an der Zeit für deine Prüfung, mein Sohn. Betritt die Höhle und finde den Weg nach oben. Müssen wir da auch rein? Ja, ich denke, wir werden hier den Bad beenden. Wie gesagt, ich wollte heute etwas kürzer machen. Allein schon, weil gleich Online-Kurs für mich ist. In einer Viertelstunde ungefähr, ne? Deswegen bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.